The Boomtown Rats haben einmal gesungen Tell Me Why I Don't Like Mondays. Ich hoffe, damit meinten die nicht den Herrn Mondai, der uns die nächste Map gebastelt habe, hat. Denn wer sowas für uns macht, der ist sowieso cool. So, kompaktes Spielwiese heißt das Ganze. Knasti, was sagen Sie dazu? Ich muss sagen, das war eine Ansage. So flutschig habe ich noch nie eine Ansage erlebt. Es war einfach total so, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in so einer Rutsche im Schwimmbad, die komplett mit Gleitgel ausgekleistert ist, dass da so richtig durchflutscht. So kam mir jetzt gerade vor. Das war einfach ein Traum. Das war einfach schön. Ja, ich habe auch mein Leben danach umgestellt, dass ich nur noch in solchen Ansagen rede. Deswegen übt sich das jeden Tag. Dann gehe ich halt zum Bäcker hin und sage, schönen guten Tag, ich hätte gerne 2 Brötchen von dieser Sorte da hinten, bitte zum Mitnehmen und hier essen und sowieso. Ja, ne, das, so ungefähr. Ja, das sollte man tatsächlich mal machen. Ich stelle mir das immer dann vor, wie solche Kirmesansager so im Alltag drauf sind. Ja, hier nochmal. Gerade so morgens, ne, beim Frühstück. Ja, und wer möchte noch ein Brötchen noch einmal dabei sein, nochmal einmal einsteigen? Ich weiß ihn nicht. Ja, vor allem haben wir diese ganz schlechten Sprüche die ganze Zeit drauf. Eigentlich müsste ich mal wieder auf den Rummel gehen und mir das nochmal anhören. Und dann wirklich mal irgendwie eine ganze Folge, was weiß ich, nur so reden. Diesen Hall- und Echo-Effekt, der immer kommt. Genau. Und das nächste Brötchen mit Käse. Käse. Das wäre schön. Jetzt komm doch nochmal rein hier. Genau. Jo. Wenn der Tee eingegossen wird. So, kompakte Spielwiese. Von Mondamin. Ja. Oh, Bild. Schwupps. Hoppla, wir sind wir gefallen. Ui. Wir tun jetzt noch die Knöchel weh. Hallo. Hi. Wir lachen deswegen, weil wir eine recht große Pause zwischen Ansage und der eigentlichen Map hatten, weil die mal wieder nicht funktioniert hat. Ja. Und deswegen sind wir gerade gar nicht gefallen, sondern wir standen hier jetzt ungefähr schon 20 Jahre. Deswegen ist der gute Rahmen auch so verrostet. Ich habe mittlerweile auch einen grauen Bart bekommen. Oh. Da will ich nicht rein. Okay. Ja, vielleicht doch. Dann gehst du da mal rein. Oh, ich wollte folgen. Was da? Kannst du das jetzt? Haben wir irgendwie öfter mal, ne? Dass man so am Anfang hier so eine Aufteilungskammer hat. Aber es ist gar nicht so schlecht, weil das macht der Koop eigentlich auch aus, ne? Ja. Was ist hier für ein Knopf? Was passiert da bei dir? Ich weiß es nicht. Achso, das war für dich die Tür. Klar. Ja, das war zu genau. Okay, sollte ich nicht drauf gehen? Was passiert hier? Oh. Hallo. Ist die Frage, ne? Muss man jetzt wieder von vorne anfangen? Also müssen beide jetzt sterben? Ich glaube schon. Ist das so? Ich meine schon, das ist immer das Problem bei solchen Aufteilungskammern. Weil da kann man nicht sterben. Möchtest du wieder rauskommen? Höms. Hallo. Ja, ist das schön, direkt mal hier beide. Also der Death Counter ist schon mal bei 1-1. Nicht hoch für uns. Gut, also da darf man nicht rein. Hier sind aber ganz viele Prismen anscheinend. Prisma. Es fliegt nämlich noch ein zweites rum. Ich habe jetzt mir beide mal geschnappt. Ich kann notfalls. Das stimmt gar nicht, hier ist auch noch eins. Ach so. Ich habe trotzdem 2 geschnappt. Pau. Siehst du es fliegen? Es ist meins. Ja. Hast du es? Ist bei dir ein Laser oder so? Ach, aber bei dir ist ja tatsächlich ein Laser. Bei mir ist ein Laser, ja. Hier ist ein Empfänger. Aha. Kannst du mir das irgendwie rüberschicken? Ja, hier. Ich schubse dir da mal was drüber. Ich guck mal, ob wir das eventuell. Eventuell? Soll ich das nochmal ein bisschen anders machen? Ja, ja. Das passt schon. Warum ist das jetzt kaputt? War das irgendein Auslöser? Ich weiß nicht. Versuch. Da war ja noch nie ein Laser drin. Nee, deswegen. So. So, warte. So. Nee, es geht sofort kaputt. Aber meine gehen nicht kaputt. Warte mal, ich schick dir mal eins rüber, dann nimmst du eins von meinen. Du meinst, du hast Qualitätsprismen bei dir? Oh. So viel zu, ich schick dir eins rüber. Warte, ich hab doch eins hier. Ja, aber das geht ja jedes Mal kaputt. Ich mach das einfach mal gerade raus hier, so. Ich meine, das macht keinen Unterschied, aber man weiß ja nie. Ja, dann komm ich aber nicht. Doch, komm ich doch.
Du hast doch zwei da noch. Ja, yeah, es wird ja aber trotzdem kaputt gehen dann gleich. Aber weiß ich ja nicht. Vielleicht ist es ja nur, weil du nur kurz, also nur ganz kurz da drinne warst. Nee, ich war ja lang da drin. Also ich war einfach drin und dann ist es sofort kaputt gegangen. Dadurch konnte ich halt nicht länger drin sein. Guckst du? Ja, komisch. Ja, ich gucke. Ich gucke. Plop. Siehst du deinen Teil kaputt? Das ist aber seltsam. Deswegen, ich schick dir mal eins von meinen rüber. Die gehen ja nicht kaputt. Ja, funktioniert es nicht. Scheiße, also das erste ist immer doof. Okay, das lasse ich mal da. Dann gib mal den Rest. Eins gebe ich rüber. Wir müssen, ja, genau. Dann hier. So. Thank you. Jetzt nochmal so, wie du es am Anfang gemacht hast. So schön schräg. Genau. So. Ja. Hä? Das ist jetzt aber auch weg. Wieso gehen denn immer... Ist mit der Kante kaputt oder was? Wieso gehen denn immer die Prismen kaputt, die bei dir drüben sind? Das ist doch vollkommen egal eigentlich. Ja, keine Ahnung. Ich behaupte mal, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Oder das ist ja hier vorne halt irgendwas. Irgendwas... Soll ich irgendwas aufklappen oder so, dass es da im Weg steht? Nee, ne? Ich weiß egal, ich habe dann wieder eins zugewichtelt. Ich meine, den Laser dahin. Ja, aber es bringt uns ja jetzt nichts. Wir kriegen... Es wird ja immer wieder passieren, denke ich mal. Weiß es nicht. Oh. Wow, das war knapp. Oh. Ich brauche noch ein Prisma. Ja, ich bin gerade dabei, es dir zuzugeben. Ah. Es fliegt. Danke. So, jetzt wird es sicherlich wieder passieren. Ich habe keine Ahnung. Und... Ach da! Ja. Da unten geht der Boden hoch. Bei dir. Hast du es gesehen? Ja, aber was ist das für eine quatschige Konstruktion? Das weiß ich allerdings auch nicht. Ja, dann musst du schräg machen, ne? Von da. Ja. Wo ist denn das andere? Ich brauche da ist er. Und boink. Boink. Ich mach das mal so darüber. Ich glaube, da geht's aber auch noch, da ging auch noch der Boden hoch, oder? Glaube ich nicht. Okay, also wir gucken einfach, ist ja egal. Wir testen das. Ich habe das nicht so gesehen hier. Mach nichts kaputt. Vor allem mich nicht, was, ey. Was nicht dir gehört. Ja, du bist ja ersetzbar, wie man hier sehen kann. Ja, wir müssten dann ja wieder... Und... Ja. Es geht hier beides kaputt. Ich halte gleich einfach in der Luft. Du musst noch weiter zum Laser... Ja nicht. Transmitter. Ich halte ihn in der Luft und du machst es dann mal. Und dann falle ich halt runter, mein Gott. Ja, aber dann geht er ja trotzdem direkt wieder aus, weil der nicht mehr durchs Prisma geht. Wieso? Nee, ich falle ja nicht runter. Ich stehe ja an der Ecke zur Welt. Oder so. Hier, bitteschön. Aber habe ich dir wehgetan? Ja, sehr. Ich bin ein wenig stolz. So, Ups. Ja. Egal, ich glaube, ich brauche jetzt nur einen. Ich fühle es, wie sich es bewegt. Da. Ja, aber wie kann das... Hä? Hau mal den noch weiter zum Anfang. Ich pack das hier mal das rüber und dann... Gerade so durchkommen. Wir machen das mal so. Genau, ja, jetzt kommt das andere Ding. Ich brauche noch ein zweites. Ja, oder so. Ist ja... Thank you. Au. Aua. Sorry. So, dann machen wir es halt so. Ja, aber, hä, was soll denn das hier für ein Quatsch? Ich hab keine Ahnung. Dann mach nochmal weg. Hier fährt nämlich der Fahrstuhl aus. Ah, okay. Sobald es aktiviert ist. Hupp. Und wieder hoch. Oh, hurra. Ist das schön. Ich hab gedrückt. Passiert bei dir was? Ja. Ich drücke hier. Etwas Schwebendes. Ja. Oh. Ah. Ist auch ein Peter bei mir. Ja. Yeah. Ein Peter. Das sieht schön aus, wie du das machst. Danke. Hat mir auch sehr viel Mühe gegeben. Ja. Hier ist ein Wo Knopf. Bist du? Ich drücke mal auf den Knopf. Wo bist du? Aha. Ist nichts passiert. Aha. Hier ist eine Tür geöffnet. Hä? Wo bist du überhaupt? Ich glaube, wir sind woanders, auf jeden Fall. Ich mache woanders hingeschoben? Hier bin ich. Ja. Ich bin hier. Ah, ja. Ich drücke mal hier auf die Mondsichel und habe damit gerechnet, dass ich da runterfalle. Hm. Ja.
Ein Türe hinter Glas. Hinter Glas. Jetzt bin ich wieder da, es ist gut. Da ist Pompeii. Da ist Vassar. Ah. Guck mal hier. Okay, was ist passiert bei dir? Hier ist, geht ein. Oh, hier das geht eine. Das bin ich. Ich bin verantwortlich dafür. Maria, ne? Nee? Maria? Doch, das war, ich glaube, das war Maria. Ich glaube, es war Maria, ne? Die ist jetzt braucht da. Braucht ein Namensschild. Genau, ich will aber erstmal noch gucken, was ich denn hier noch machen kann. Warte mal. Stell ich mal bitte nochmal drauf. Oh. Das hat aber auch eher begrenzt funktioniert. Ja, also ich stelle mich noch mal rauf, ja? Scheiße, falsch rum? Ja. Das war eine komische Scheiße. Peter wäre besser. Ja. Gut. Ansonsten kannst du dich noch einmal kurz draufstellen. Bitte? Ja. Jetzt ist es bei dir angekommen, ne? Ja. Ah! Oh! Oh! Ui. Ha. Oh! Es geht um Ecke. Bringt uns geht um Ecke. Flatsch. Was haben wir? Das sieht aber schön aus bei dir. Jetzt kann ich mit Highspeed hier durchrennen. Und da hochspringen. Warte mal. Aber ist in der. Ach, da ist eine Fläche. Oh. Aha. Hallo? Hier nicht. Ich kann mit Highspeed ins Wasser fallen. Highspeed? Als ich das denn wollte. Der ist ganz warm, der Highspeed. So, jetzt bin ich hier oben. Hier ist ein Prisma. Okay. Das ist schön. Schon mal gut, das brauche ich nämlich. Ich gratuliere dir zu diesem Erfolg. Vielen Dank. Das, Bitte schön. So. Jetzt kommt mal hier runter. Ich drücke mal hier auf den Knopf. Ich weiß nicht, was da passiert. Ja. Oh. Blobs an Sprung. Zeugs. Blobs sind hier lang. Komm mal, bin ich hoch. Genug. Nein! Ach, da oben kann man auch noch hin. Nein, ich bin. Nein! Gestorben? Nee, ich hänge jetzt hier fest. Ach, das ist schön. Ich hänge jetzt in der Tür fest. Wir können nicht weitermachen. Problem kenne ich auch. Aber wie soll ich denn da hochkommen, so theoretisch? Mal abgesehen davon, dass du kaputt bist. Wir müssen die Map neu starten. Ist mir egal. Ach, das zu. Wollen wir die neu starten? Müssen wir. Ansonsten werden wir sie nicht durchspielen können. Neu start. Vielen Dank. Das war jetzt doof irgendwie. Doch, das ist kein Problem. Es war doof, aber es ist trotzdem kein Problem. Ich wollte das Touré einfach töten. Und in meiner Mordeslust habe ich nicht daran gedacht, dass die Tür natürlich wieder zugeht, wenn ich von dem Knopf runtergehe. Und dann stand ich halt in der Tür drin. Ja, das passiert jedem Mal, dass ihr in der Tür stecken bleibt. Kein Problem. Wo wir wieder bei deinen breiten Schultern wären, wa? Ja, und deinem breiten Grinsen. Wir tauschen einfach mal. Hep. War das gerade der Ausdruck deines Grinsens? Ja. Achso, ich brauch die selber. Einen brauchst du. Ach, du hast jetzt genau den genommen, auf den ich gewartet habe. Ja, du brauchst zwei. Ja. Nimmst du dir den anderen? Der noch springende. Ah! Entschuldigung. Kommst du ran, ja, ne? Ja, das war gerade wie so ein. So, nochmal kurz unterbrechen, bitte. Wie so ein Rabe. Was, ja? Achso, das unterbrechen. Ich dachte, was anderes. Ah! Dein Gequatsche unterbricht schon mal endlich dein Gelaber, ey. Ich dachte, die Aufnahme oder so. Ich drück mal auf den Knopf. Ja, hier ist 11. Wie ging's hier bei dir weiter? Achso. Da Rinder. Rinder sind bei dir. Die machen nämlich eigentlich immer gar nicht Mu, sondern die machen bäh. Ja, so wie Schafe. Aber auch die Schafe halt. Ja. Aber ich meine, es ist auch schwierig, solche lautmalerischen Geschichten in Worte zu fassen. Aber was hast du hier gemacht? Genau so. So ein Quatsch hier. Richtig. Wie ging, wie hast du den, für Knopf darstellen? Da hinter dir. Nee, du bist doch drauf. Ja, nee, aber wie ging denn hier oben das, die Pampe an? Ja, aber genau so. Nee, da ist ja noch ein Knopf bei dir ganz am Ende. Hab ich den noch gar nicht gedrückt? Ich hab gedacht, ich hätte. Ich weiß es nicht genau. Guck auch nochmal hier, jetzt habe ich bei dir was geöffnet. Hier ist ein Knopf. Ja.
Mönt. Du fällst runter, genau. Ich sehe nicht so, dass ich das alles schon mal durchlebt habe, gerade was du machst. Ich weiß, wie sich das anfühlt in deiner Haut. Obwohl. Nee, weiß ich nicht. Ein Püree in der Glas. Haben wir den schon mal gebracht? Ein Kartoffeltüree? Ich glaube nicht. Das so. Finde ich jetzt gut, spontan. Er kommt. Was? Er kommt? Wie er kommt? Ach, Le Pump is coming. Le Pump. Dude Pump. Ja, Fist Pump, ne? Flatsch. Ach so, Geschwindigkeit. Genau. Falsche Seite. Speed. Ich muss hier wahrscheinlich da hinten. Genau, richtig. Und einfach nach vorne drücken die ganze Zeit. Ja, da musst du so dran vorbeigehen, das geht nicht. Ich kann ja nicht durchportalisieren. Portalisieren. Ja. Einfach nach vorne drücken die ganze Zeit. Drück nach vorne! Yeah, Portalizer. Hast'n? Sehr gut. Awesome! Portalizer! Genau. Yeah! Wo? Einfach runter. Unten hast du einen Laser. Erstmal runterschmeißen. Nein! Ach so. Du musst nur oben bleiben. Gut. Da oben ist nämlich noch ein Knopf. Du hast gesagt, einfach runter und ich bin dann einfach runter. Und du hast gesagt, nein! Ich war dabei. Danke. Ja, ich wollte es nur nochmal zusammengefasst haben. Hier ist ein Knopf. So, was passiert jetzt? Flatsch. Was? Ach, ein Turm. Flatsch. Wo kommt der Turm her? Genau, ja, jetzt lauf nicht zu ihm hin. Das war mein Fehler. Ach so. Mir fehlte bisher der Zusammenhang. Okay. Die sind auf einmal irgendwie in der Wand eingemauert mit einem Turret. Hä? Es fehlt auf jeden Fall noch ein weiteres Prismenschwengel. Hast du da irgendwas gemacht? Ich habe jetzt hier blaue Pampe, aber das bringt mir irgendwie nichts. Ja, soweit war ich auch schon. Es ist erstaunlich, wie schnell wir das wieder rekonstruieren konnten. Ja. Und ein wenig traurig auch. Ich will da nochmal hoch. Ah, doch, doch, ja. Was? Wengel? Achso, genau, das war mein Plan auch vorher. Schwengel! Oh. Zack. Ich habe eine Prisma. Brauchst du ein Prisma? Oder brauche ich ein Prisma? Von der einen Seite sind Einschusslöcher, von der anderen Seite nicht. Das ist ein interessantes Glas. Ich brauche noch ein Prisma, ja? Du brauchst noch ein Prisma? Ich brauche noch ein Prisma. Du brauchst noch ein Prisma? Boah, aber ich weiß, wenn du Prisma. Wie thick of Lowlet. Dann. Wie kriege ich denn das Prisma zu dir rüber? Da oben durch, denke ich mal, ne? Aber wie kriege ich das da hoch? Du kannst. Ach ja, doch das mal, ja. Mach mal. In das Katapult. Aber ich muss ja. Stellen. Quasi. Ja. Das ist schön, ja. Warte, so. Tja, die Frage jetzt ist jetzt muss ich das da hier drauf und dann schnell da drauf springen? Weiß ich nicht, reicht das doch aus. Nee. Der muss auch schon schnell sein. Toll, jetzt ist das Prisma kaputt. Nein. Wie kaputt? Das ist ins Wasser gefallen. Also ist wirklich kaputt. Ja. Ich guck mal gerade, ob da oben noch eins liegt. Ich dachte, die Corona okay, ist wirklich hier. Da kommt ein neues raus, insofern ist es nicht so wild. Ich hol mal das neue wieder. Schwengel? Chavoin. So. Ja, aber. Kadaber. Brauche ich meine. Doch, die Portale müssen noch bleiben, aber ist egal. Kann auch eigentlich nicht bleibend sein. Wie kommt das? Hier gab es ja noch vorher noch so einen anderen Raum an der Seite. Ich weiß nicht, was da noch ist. Bin ich mal einfach erfolgreich dran vorbeigeschwebt. Obwohl ich noch hineingeschaut habe. Ich versuch's nochmal hier mit dem Prisma. Kannst du das denn nicht irgendwie hinschmeißen oder so? Scheiße. Oder kannst du den jetzt nicht jetzt kann ich da rauf. Genau. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob das hier wieder mit der Latenz. Bleib hier, nein! Mach das doch einfach gerade auf das. Halt das Ding in der Hand, lauf da gerade drauf zu und dann lass los und dann stellt sich auf den Knopf. In der Zeit, wo es noch. Ja, aber das Problem ist halt. Das. Ich laufe so halt und lasse es währenddessen auch los, aber. Oh! Ist es hier? Oh, es ist da. Schwupf. Boink. So schön. So, ich mache das nochmal rein. Oh. Hier ist offen. Hier ist. Meiner bleibt liegen, ja. Oh, ich habe zwei Würfel.
Hier müssen die auch hin. Wo bist denn du? Wo ist bei dir jetzt offen? Ich bin jetzt bei dir drüben. Ach, jetzt komm ich am Ausgang hier. Jetzt renne ich dir einfach nach. Ja, komm mal. Oh. Was? Komm mal. Hier, Würfel Nummer 1. Oh. Oh, der will uns so ärgern. Oh, Herzewürfel. Und Herzewürfel. Sollst nicht traurig würfeln. Herzelein, du musst nicht traurig sein. Das war jetzt irgendwas Komisches. Die Bälle sind, glaube ich, nur Deko jetzt. Meinst du? Hoffe ich. Wir müssen da doch aber irgendwie, ja, sind's. Ja, wir können da einfach so. Du siehst aus wie so ein Eisschnellläufer. Oh, hoch. Was, ich sehe aus wie ein Eisschnellläufer. Ja, wie so ein bei Olympiade, so ein. So, genau. Dass das ganze Zeug zu den Seiten wegsprottert. Oh. Du musst nicht gleich runterfallen. Ach, Junge, was kannst du denn eigentlich? Hör mal. Boah, das sieht so lustig aus, wie die Bälle da um dich rumfliegen. Hallo. Hi. Du gehst vor. Ich gehe vor. Dieses Eis, wie heißt es, Sprinten? Sprint, Eislauf, Schnelllauf? Das sieht bei mir nicht so aus, ja. Yeah. Aber du siehst, du läufst halt schneller, als die Füße sind. Sieht sehr seltsam aus. Ich laufe ja auch noch langsamer, aber du halt nicht. Ach so, du meinst... Sieht sehr leitend aus. Ja, ich verstehe. Ja, ich versuche gerade, mich selbst zu sehen. Ja, wobei, aber eigentlich bleibt schon der Fuß an einer Stelle stehen, oder? Nee. Du bewegst dich normal schnell, aber solltest eigentlich langsamer sein. Wie dem auch sei, es ist schön. Es hat was Weihnachtliches. Du kommst doch vorbei. Du meinst, Eis hat was Weihnachtliches? Ja. Da hast du recht. Mein allerliebster Rahmschnitzel. Nenn mich bitte Weihnachtsschnitzel. Mein allerliebstes Weihnachtsschnitzel. Weihnachtsschnitzel ist dann mit Zimt und Mandeln. Ich habe tatsächlich mal, weißt du, Curry und Zimt sehen ja doch recht ähnlich aus. Ja. Ich wollte mir so ein Hühnchen, glaube ich, mit Curry vollschmeißen. Und habe stattdessen Zimt genommen. Muss ich aber sagen, es schmeckte tatsächlich erstaunlich okay. Das hätte schlimmer sein können. Mir ist es genau andersrum passiert und das ist problematisch. Ich hatte nämlich, ich wollte, das war damals noch bei meinen Eltern, da wollte ich mir Zimt auf den Milchreis hauen und hab dann schön, ne, und dann zack, war da einfach mal richtig eine fette Ladung Curry auf den Milchreis und das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Ich mag ja Curry sonst. Ja, wenn es nicht zu viel ist, dann finde ich es auch ganz lecker, aber... Ja. Also ich mag so richtig, also ich bin ja kein Fan von Curry-Ketchup, aber ich mag gern Ketchup mit Curry drauf. Ne, weil also es ist halt dann, es schmeckt halt noch anders, aber es ist, nee, in der Curry-Ketchup, da wird gerne mal irgendwelche ganz andere Krams reingehauen, irgendwelche Gewürze und Zeugs. Wobei man muss ja auch sagen, Curry ist ja nur eine Gewürzmischung, die es allerdings in sehr vielen Varianten gibt. Das ist korrekt. Es gibt keinen Currybaum oder so. Nicht? Ja, nö. Also bestimmt, wenn man den so nennt, aber es gibt nicht sowas wie bei Senfkörnern. Eine Senfpflanze. Auch ein schönes Wort zum Aussprechen. Senfpflanze? Ja. Senfpflanze. 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 Gibt es einen alten Spot? Nee, wie heißt das? Gag? Nein. Hier, so eine Stand-up-Geschichte da. Eine Erzählung. Ja. Vom Rüdiger Hoffmann. Hat er mal über Senf mit M und Senf? Ja. Hat er gemacht. Fand ich damals gut. Vom Rüdiger. Ja. Ich habe den Kerl seit Jahren nicht mehr verfolgt. Nee, ich auch nicht. Weil er wurde ein bisschen paranoid. Aber so, ich habe noch ein, zwei alte CDs hier. Tatsächlich. Ja. Und da ist es meine eine, geht es um Senf und Senf. Dass er mit Senf ja gar nicht wüsste, was es ist. Semperoper, das kennt er. Aber Senf? Ich meine Senf mit M? Senf? Ja, das, aber sehr viele Leute sagen neu. Senf. Weil Senf lässt sich auch einfacher aussprechen als Senf irgendwie. Das Senf ist Senf. Ne? Das ist halt.
Sind aus wie mit der 5. Es ist auch gerne 5. 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Oder Pferd oder so. Das ist auch ein Pferd. Pferd. Was gibt's denn noch? Pferd. Oder Knasti. Stimmt. Sprechen auch viele mit, da kiekst du aus. Ja, oder Basti. Oder, das ist schon schlimm. Echt mal. So, Stichwort. Persönlich. Du bist persönlich? Ja. Manche Leute regen sich über multiple Persönlichkeiten auf. Ich hätte überhaupt gerne mal eine. Nee, gut, ich habe eine. Aber ja, die hole ich nicht diese raus. Diese Sprüche perfekte Spielweise machen dich Spielwiese. Super Persönlichkeit. Ja, von Mondai. Auch toll. Ich beides Mal, wo ich den Titel gelesen habe, dachte ich Spielweise. Übrigens ist es da auf dem Bild, was er da hat. Ja. Ist das ein Nachtelf aus World of Warcraft und der steht gerade unterhalb von Dalaran. Nur so zur Info. Das ist schön. Ich überlege nur gerade, wo denn dieser lange Sprung da. Ne? Stimmt, ja, ich sehe ihn links auch gerade. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ich mich auch nicht. Ja. Oh. Der war oberhalb von. Jetzt müsste aber. War das dein Part oder war das meiner? Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder alles vergessen, was hier in der Map passiert ist. Gehen, das ist immer so ansteckend. Ja. Entschuldigt bitte, Wer von euch hat gerade auch gegeben? Ja, draußen? Bestimmt 50% der Leute. Hatten wir das eben auch schon mal? Ich glaube, es hatten wir schon mal, ja. Ey, es ist auch die Chance, dass wir irgendwas noch nicht gehabt haben, ist auch ziemlich klein. Ja, aber wir haben mittlerweile so viele Worte schon geredet hier. Nach dieser halben Million an Folgen. Ja. Gut. Stimmt. Gut. Damit sagen wir Tschüss und verabschieden uns hiermit. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke und wenn so. Wenn es wieder heißt, Rahmschnitzel und Knasti spielen Portal. Portal. Portal 2. Rahmschnitzel und Knasti spielen Portal 2. Tschüss. Tschüss.